Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vagrant. Wir müssen zu irgendeinem komischen Abbey im Osten von Witton, solange ich mich noch erinnern kann. Da oben ist noch ein Fragezeichen. Was ist das denn? Sand of Kingdom? Warum war ich da noch nicht? Das ist ein Fragezeichen. Target Location. Okay, muss ich da hin? Okay. Oh, ich habe vergessen, dass es im Hintergrund die ganze Zeit weitergeht. Na komm, dann gehen wir mal dahin. Vielleicht ist das unsere Questmarkierung. Wir müssen hier runter und dann nach rechts. Okay. Huch. Autsch. Oh, gleich zu Anfang diese riesen Viecher hier. So. Oh, was mir gerade auffällt. Mensch, wir haben ja richtig viele Ability Points. Dafür genau reicht's nicht. Dafür auch nicht. Okay, dann noch kurz warten. Ja, die Sachen werden jetzt auch ein bisschen teurer. Aber wir kriegen auch relativ schnell Zeug ran. Ja gut, das lasse ich jetzt liegen. So, hier müsste ich doch dann gleich irgendwo runter, oder? Ist das nicht schon hier? Na los. Mal gucken. Ja, hier runter und dann gleich rechts. Ui, da sind wir gerade so über das Gift gesprungen, tatsächlich. Na komm her, nicht wegrennen. Oh, hier sind Dornen. Ich weiß gar nicht, tun die mir weh? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Okay. Brauche ich irgendwas? Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Na mal schauen, ob das jetzt richtig ist hier. Na, okay, war richtig. Sehr schön. Ich hatte schon ein bisschen Angst. We are soon to enter Witton. It will be much different than our last journey. Ja, also wir sind jetzt gleich in Witton. Das wird ein bisschen anders als unsere letztes Abenteuer. We need to be fully prepared. Wir müssen sehr vorbereitet sein. And I think it would be best if you waited for me in the tavern. Ja, am besten wartest du in der Taverne auf mich. Don't underestimate me. Ja, also unterschätze mich nicht. You're just an apprentice, after all. And I'm still cursed by your teacher. Okay, wir haben es ihm nicht verraten. Na, warum sollten wir auch? Also du bist ja nur ein Auszubildender und ich bin immer noch verflucht. Sind wir natürlich nicht. If a dog is to catch its prey, you have to let it hunt on its own. Understand? Was? Du musst einen Hund alleine jagen lassen? Verstehe ich nicht. Verstehst du? Nee. There's no need to speak down to me, Runeworden. I know my craft. Du musst nicht von oben auf mich herabreden, Runeworden. Ich, ich kenne meine Fähigkeiten. Not like those two baddie mages, you don't. There's no need for false bravery. Also nicht so sehr wie diese zwei Kampfmagier. Falsche Bescheidenheit oder falschen Mut braucht es jetzt nicht. That killing squad from the academy could have taken both of us with little more than a lift of their hands. Die beiden aus der Akademie könnten uns mit einem kurzen Handwink umbringen. Diese zwei. These two were rogue agents. Was, die waren Diebesagenten und nicht von der Academy. Oder repräsentieren die Academy nicht. Ach so, der meint bestimmt, dass die wahrscheinlich nur angeworben waren und sich deswegen scheiße verhalten haben. Natürlich. Es ist sicher nur ein großes Missverständnis. It's not as if one of the most prestigious witches at the Academy and her apprentice are busy blackmailing a wandering stranger. Ist ja nicht so, als würde eine Prestige-Hexe von der Akademie und ihr Auszubildender eine fremde Wanderin
aufhalten. That would be unheard of at the Rector's Institution. Ist ja immerhin eine sehr, ja, noble Institution. Du, you ask about my sister's death, remember? Du hast mich nach dem Tod meiner Schwester gefragt. Erinnerst du dich? Wussten wir das schon? Nee, oder? Sie wurde ermordet von, ja, Kampfmagiern der Akademie. 5 von ihnen wurden gesendet, um eine junge Frau und ihre and her baby sister und ihre Schwester anzugreifen. And just to take something that didn't belong to them. Und das nur, um irgendwas zu holen, was ihm nichts bedeutet hat? Nein, du liegst falsch. Du musst irgendwas getan haben. Es muss dein Fehler gewesen sein. Ja, natürlich. I don't know what I expected to hear from you after telling you that. Ich weiß nicht, was ich eigentlich erwartet habe, wenn ich dir das erzähle. Ist auch egal. Just remember to have your kind academy teacher kill me with her curse if I fail or attempt to escape. Du brauchst dich ja nur daran erinnern, dass immer deine Lehrerin uns umbringen würde, wenn wir zu fliehen versuchen. Oder versagen. I certainly want to see the Witch of Eerie to keep her promise. Ja, ich glaube echt nicht, dass die jemals ihr Versprechen gehalten hätte. So langsam. Camden remains silent. He seems to be stunned by Vivian's words. Ja, also er erinnert sich im Stillen oder überlegt im Stillen und ja, ist ein bisschen, ja, erstaunt, also ja, wortlos über unsere Wörter. Lass uns einfach gehen. Lass uns das tun. Mal gucken, was uns erwartet. Ob wir jetzt Hulbohnen nochmal vorher treffen? Ich weiß es nicht. Mensch. Damit man so wissen, wie es weitergeht und dann Ladebildschirm. Wo sind wir denn jetzt hier kartenmäßig? Ach, komplett woanders. Okay, mit Mephilia. Na gut. Hier waren wir noch gar nicht. Futter. Sehr schön. Ich freue mich immer über was zu essen. Vor allem sieht das hier immer echt gut aus. Man kriegt jedes Mal Appetit, wenn man hier das Essen sieht. Okay. You found yourself in the city of Vitown. Be on your best behavior. Also du findest dich hier in Vitown wieder. Zeig dein bestes Verhalten. If you make trouble, you have for yourself a busted ass. Ja, also wenn du Ärger machst, dann wird das nicht gerade gut sein für dich. There's a strict curfew in the city. And if you're homeless, you'll find a nice home in our prison. Na, wenn du obdachlos bist, findest du auf jeden Fall einen Platz in unserem Gefängnis. Das ist ja nett. Das ist aber schön. Das ist freundlich. Einfach nur freundlich, dass das Gefängnis Obdachlose aufnimmt. Toll. I need to find a place to rest. This might also be a good place to leave Camden while I check out the Abbey. Ja, also wir müssen einen Platz zum Ausruhen finden und da können wir auch Camden lassen, während wir zur Abbey gehen. Wir sind da tatsächlich jetzt in einer riesigen Stadt. Ach, wie cool ist das denn? Ich dachte schon, da kommen wir gar nicht hin. Move along, Vagrant. Oh, wer weiß denn, dass wir ein Vagabund sind? Wer bist du? Hi. Do you happen to know? Of course not. I don't think you can help me. Vielleicht kann ich dir doch helfen. I wish to work in the royal court. But they've no need of chambermaids anymore. Ja, sie möchte bei den Royals arbeiten. Aber die brauchen gerade keine Zimmermädchen. See, I told you that you couldn't help me. Sag doch, dass du mir nicht helfen kannst. Here, Texas. Everything here is so expensive. Ist alles so teuer an einem Apfel. Okay. Was macht der denn da? Ich mache erstmal die Einrichtung kaputt. Das ist immer eine gute Idee. Bei Fremden erstmal reinzugehen und die Einrichtung zu zerstören. Immer gut. Kommt gut an. Dann könnt ihr euch auch für die Realität, fürs echte Leben merken. Das ist immer super. Geht rein irgendwo und schmeißt erstmal Vasen rum. Vielleicht kommt ja noch ein Rubin bei raus. These are the best prices in this or any other town. Even the nobles of the court buy from us. Oh, die Nobles der Nobelsten kaufen hier ein. Na dann, zeig mal. Waffen. Ja, gut. Oh. Trampler. Nice. Das sieht ja schick aus. Was a Pope or swing this heavy blade could cut a person in half. Auch schick. 160 Attacke ist ja voll geil. Aber alles verschlossen da unten, die Seating. 200 hat das sogar. Das haben wir.
Ja, die haben wir alle. Wow, das ist ja ein mega Unterschied. Silbermond 200. Aber dafür fehlt denen halt ja die Zusatzsachen. Ja, da könnten wir tatsächlich mal gucken. Ich glaube, wir haben noch so ein richtig scheiß Ding. Aber. Ist das hier ernst? Mithril Armor. Price. Ich kann das noch nicht mal erkennen. Das ist 5 Millionen? Wie viele Nullen sind das ja? 3, 3? 5 Millionen. Ja, ich würde sagen, die haben wir ja schon fast zusammen. Ja, da hat sich das Shoppen wohl erledigt. Das können wir ja uns alles noch nicht mal ansetzen. Na gut, das hier können wir uns tatsächlich leisten. Die hat 24 Dev und die kostet 50.000. Hat gleich 44. Okay, ich würde sagen, wir sparen, solange wir sparen können. Ja, nein. Obwohl, wir können vielleicht mal gleich gucken, wegen Verkaufen. Oh ja, wir haben hier so viel Schrottsachen. Was haben wir denn ausgerüstet? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe das auch gerade nicht, leider. Weil ich nehme an, hier die... Ja, komm, die können wir verkaufen. Die werden wir nicht benutzen. Oh, die sah echt schick aus. Schade. Haben wir die hier ausgerüstet? Die Snowflake noch? Du kannst auch weg. Hat halt nur Attacke 63. Tschüss. Ist auch so eine ganz normale gewesen. Du kannst weg. Du kannst auch weg. Die Soulchain-Dinger sind halt so normal. Kommst noch weg. Und hier 77, 82, ja, auch weg. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, was wir... Oh, Strang Knight, 120. Haben wir die ausgerüstet? Weiß ich nicht. Wir haben ja auch schon eine Shane Armor mit der 14 nur. Ach du Scheiße, ist so schlecht. 14. Hier, die... So eine haben wir. Das macht echt keinen Sinn jetzt. Nee, das macht gar keinen Sinn. Jetzt will ich mal kurz gucken. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ja, wir haben die auch ausgerüstet, war klar. Ist die ausgerüstet? Nee, jetzt habe ich so angekippt. Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob die überhaupt ausgerüstet ist. Tja, nee, ich spare. Ich spare. Ich hätte doch immer mehr das Geld einsammeln sollen. Ich habe es irgendwie nicht so für nötig gesehen. Für die paar Potions, aber jetzt langsam. You're there. What do you want? What do you want? ja, I really, really want what I really want. Locally made, the best you find. Okay. Was haben wir denn hier? Na gut, die haben wir jetzt selber. Da brauche ich, glaube ich, gerade nichts. Nö. Guck, wir hätten auch mal bei den Boss kämpfen. Ich bin auch so blöd, dass ich diese Potions nie benutze. Das ist echt schlimm. Ich sammle sowas immer bis zum Ende eines Spiels. Ain't local, ah ja? Watch yourself here, girl. Was? Du bist nicht von hier. Ja, bin ich auch nicht. Got nothing but chiefs and scoundrels in this hellhole. Don't come to me if you got trouble. I ain't your problem solver. Also wir sollen nicht kommen, wenn wir Probleme haben. You make a mess while you're here. And you'll get yourself cleaned up in jail. Die immer mit ihrem Gefängnis. Ich will doch da gar nicht hin. Ich würde es mir mal angucken, aber geht das was jetzt schon? Das ist die große, tolle Stadt. Zwei Gebäude. Ich komme hier nirgendwo anders hin. Ernsthaft? Oder ist es hier nur so ein kleiner Übergang? Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, ich komme hier noch in eine richtige Stadt. Ja, ja, du riechst nach Gold. Aber nicht genug, ja, denke ich. Komm zurück, wenn du mehr hast. Was, willst du meinen Carpador verkaufen? Keine Ahnung. Don't make trouble. Ja, kennen wir schon. Oh. Und, hallo? Ich kann nicht... Jetzt. Du da! Who are you? Wer bist du? Was willst du hier? Woher kommst du? Oh Gott, die typisch alten Leute, die einem stundenlang das Ohr abkauen. Oh nein. Dieses Schwert, was ist das? Oder wofür ist das? This is not a town for sword-swinging outsiders. Das ist keine Stadt für schwertschwingende Fremde. Du solltest auf dich aufpassen. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich kann auch nicht, ich kann den nicht abbrechen. My neighbor Thomas was locked up in prison for beating an old man with a stick. Then he met a guy with a massive head.
Also mein Nachbar Thomas wurde ins Gefängnis gesteckt, als er einen alten Mann mit einem Stock angegriffen hat. Aha, und dann hat er einen Jungen mit einem massiven Kopf getroffen. Huge head. You should, but you're safe in the city. Ja, also wir sollten auf uns aufpassen. So, wer bist du denn? Hallo, mein Schätzchen. You must be famished? Come in and get something to eat. Hungrig wahrscheinlich. Oh, okay. Das kennen wir noch nicht. Können wir das lernen? Wahrscheinlich, oder? Oh Gott, was ist das denn hier? Das Essen. Also ganz ehrlich, ich bin ja selber nicht mal ein Fleischfresser. Und trotzdem, wenn ich das Essen hier sehe, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist ja furchtbar. Ja, damit können wir halt die ganzen Rezepte auch bekommen. Oh, das ist ja teuer. Ach du Scheiße. Was bringt denn das alles? 4, 6... Tackelack. Ja, ich bin ja immer für ein bisschen HP dabei. Full Recovery haben die alle. Ja, die hier finde ich ganz geil. Tomahawk Steaks. The bone makes a useful handle for meals on the go. But this cut of meat truly deserves to be savored. The grill marks show the care taken in the cooking process. Ja komm, ich kaufe das mal. Thank you for your purchase. So, aber alles kaufe ich jetzt nicht, ist mir zu teuer. Nee, mehr. Wie, was bist du? Ist das überhaupt ein Mensch? Das sieht eigenartig aus. Das sieht aus wie eine, so eine, hier diese mumifizierten Viecher aus den Sarkophagen. So sieht das aus. Oh, I'm starving to death. Das ist so ein bisschen traurig. Der verhungert hier, der... Ja, der Haut, also der Leder- und Knochentyp will ich schon eher sagen. Und hier vor steht ganz viel Essen. Und die Frau da mit dem ganzen Essen auch daneben. Oh, please, Madam, hast du ein bisschen Geld für mich? Ja, komm, nimm. Segne dich. Gesegnet seist du. Das ist ja voll traurig. So. Ich bin jetzt erstmal hochgegangen. Man konnte nach rechts und nach oben. Oh, Straßenkiddies. Why is that bun... Bums? Bums? Ich kann es von hier gerade nicht sehen. Bums. Crapping his guts away. I'm gonna sneak up on him and kick him into his own mess. Oh, Schlägerei oder was? Wie die kleinen Jungen machen hier den Mann da fertig? Oh, oh, oh. The dumb bum drank that poisoned water you gave him without even questioning it. Oh Gott, die haben dem vergiftetes Wasser gegeben. Crap, crap, crap. Sind das nicht? Das sind doch schon wieder die scheiß Jungen, denen wir schon in unserem Dorf begegnet sind, oder? Also das Anfangsdorf, nicht unser Dorf. God's above. Gott. Ja, wieder mit dem Stein in der Hand, natürlich. Die uns mit dem Stein auch bewerfen wollten. Oh, Katzner. Just leave me alone. No. Those kids get them away from me, then leave me alone. Oh Gott, die bringen hier echt die Leute um, sag mal. Aber ich kann auch nichts machen. Also. Oh, mein Bauch. Was machst du noch hier? Why are you watching me struggle? My stomach. Oh, I can't hold it much longer. Ja, also mein Bauch tut weh von dem Gift. Huch! Please, I beg of you. Take this and leave me alone. I can't hold it anymore. Oh. Da haben wir einfach mal 2000 Gold bekommen. Oh no, no, please leave me. Ja, jetzt klappt es leider nicht mehr. Schade. Haben wir ihn aber lange genervt. Why are we doing this petty stuff, gang? There's better tricks to be had. Crap. Well, until then, let's push that bomb is his own crap. I should go. Ja, wir sollten gehen. Die sind ja, sehr suspekt, die Kinder. Sehr, sehr, sehr suspekt. Oh, oh, ist die niedlich. Oh, wie süß. Oh Gott, sind die niedlich, die beiden. Oh, kann ich die einpacken und mitnehmen? Oh, und die hat so schöne Haare. Guckt euch mal das an. Dieses Hellrot und das Lila da. Oh, wie cool. Care to buy me a drink? Willst du mir einen Drink kaufen? Ach, seid ihr so eine Hostessin oder was? Stop wasting my time, unless you intend to pay for it. Ja, verschwende meine Zeit nicht, außer du bezahlst dafür. Okay. Und du, Hübsche? Mit den hohen Hacken? Sorry, Liebes. We don't serve kids. Wir bedienen keine Kinder. Want to work here someday? Willst du hier eines Tages arbeiten? Ah, nee, eher nicht. Get out of here, kid. My time is my money. Geht noch was? Nö. Okay, Zeit ist Geld. Oh, haben wir Camden hier abgeladen?
Ich bin gerade davon ausgegangen, weil die zwei Mädels davor stehen, dass das hier so ein Puff oder sowas ist. Und ja, wir lagern einfach mal Camden, ja. Ich glaube, der hat ohne uns hier eine Menge Spaß. You are intending to return to me once you find the bracelet, aren't you? Du wirst zurückkommen, oder? Wenn du das Bracelet gefunden hast? Natürlich. It's in the interest of my own health, isn't it? Ist doch im Interesse meiner eigenen Gesundheit. Hm. Ich glaube, der glaubt nun schon gar nicht mehr. Die Musik hier ist echt cool. Oh, ein Gespräch mit Holborn. Madam? Has there been any progress, Camden? Ja, geht's weiter, Camden? There's some new information, yes. Ich habe eine neue Information. A demon located in V-Town is in possession of the bracelet of Zoe. Also ein Dämon hier in V-Town hat das Bracelet. This demon is apparently capable of powerful illusory magic. Er besitzt Illusionsmagie. Okay, was ist mit dem Runenworden? She is well on her way to finding the bracelet. Also sie ist schon auf dem Weg. So Tortuvich gab ihr irgendeine Heilung, um die Illusionszauber zu dispellen. Are you not with her? Gehst du nicht mit ihr? Camden! Well, die Runenworden hat immer in den Fluch. Sie kann uns also nicht verarschen. Madam, werden wir denn wirklich Vivians Fluch brechen, wenn sie ihre Aufgabe erfolgreich beendet hat? Natürlich werden wir das, Camden. Ich wäre nichts ohne mein Wort. Ja, ja. So I intend to follow through with my promise. Also ich werde auf jeden Fall mein Versprechen halten. Has she been complaining of the curse? No, not especially. Concentrate on the task. Do not allow yourself to become distracted. Ja, also konzentriere dich ein bisschen. Lass dich nicht verarschen. Ja, Madam. I will be on my way to V-Town once I've finished my investigation. Also nachdem sie fertig investigiert hat, kommt sie auch nach V-Town. Das sind ja großartige Neuigkeiten. Okay, report to me the moment the Runenworden finish her task. Also wenn sie fertig ist, dann melde dich. If you see fit, contact me in her presence. As you wish, Madam. Dear Camden, we will return to the Academy once we are done here. Wir werden zur Academy zurückkehren. Thank you, Madam. I'm not too fond of this wretched place. Ich will hier auch echt nicht mehr sein. Patience, my student. I await your good news. Ich warte auf deine guten Nachrichten. Ja. Ich würde gerne langsam speichern. Die Folge ist leider schon am Ende. Ich weiß, wir haben nicht viel erreicht, aber... Huch, wo bin ich jetzt? Hier komme ich zu Camden zurück oder raus? Okay, ich versuche noch mal kurz was. Das da auch. Nee, ich kann mit ihm gerade gar nicht mehr interagieren. Okay. Und mit dir? Don't bother me. What? Your room's not good enough for you? You better stay chip. Ärger mich nicht. Sind einfach die Räume nicht gut genug für euch? Nerv mich nicht. Gib besser Tipp. Ja, also Geld. What you want to see what I have got? Was hat er denn? Oh, boah, teuer. Was sind denn das für Preise, Leute? Wie soll ich mir das leisten? Wir haben schon so viel gemacht, aber das kann ich mir doch niemals hier alles leisten. Das kann ich mir doch nicht mal angucken. Da muss ich schon Geld bezahlen fürs Anschauen. Well, I guess you can come back if you change your mind. Ja, mach die Preise billiger, dann komme ich auch zurück. Verstehe nicht. Wie soll ich denn das leisten können? Oh, was haben wir denn hier? Die Schloss? You need a pass to enter the uptown area. Don't waste my time unless you have one. Oh, wir brauchen was, um in die untere Dings zu kommen. Ja, aber ich kann auch einfach vorbeigehen. Vielleicht da links das Tor? Ich weiß es nicht. Hier kann ich jetzt einfach durchgehen, also alles gut. So, ich hätte gerne mal was zum Speichern, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich weiß, wir haben jetzt nicht viel erlebt, aber wir haben immer in V-Town gesehen, eine größere Stadt. Also doch schon mal ganz cool. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.